Warum ist die AfD eigentlich gerade so populär in Deutschland? Und warum hat diese Partei mehr als 20% in einigen Umfragen? Hallo und herzlich willkommen, das ist Beside News mit mir, The VUP. Ja, und heute geht es um eine Partei, die in Deutschland in einigen Interviews bzw. Sendungen schon als radikal, faschistisch oder einfach nur rechtsextrem bezeichnet wird. Und ist da was dran? Und warum wählen eigentlich so viele Menschen oder unterstützen so viele Menschen diese Partei? Darum geht es heute. Und fangen wir erstmal an. Die Partei wurde nach der Finanzkrise 2009 gegründet und damals noch als Anti-EU-Partei. Und dann veränderte sich das aber mit der Flüchtlingskrise 2016, dass diese Partei von einer Anti-Migrationspartei geworden ist, das heißt Anti-Zuwanderung. Und damit schaffte es die AfD 2017 auch mit 13,9% in den Deutschen Bundestag und ist seitdem die erste rechte Partei im Bundestag seit den Nationalsozialisten. Und 2021 hat die Partei einige Prozente verloren in der Wahl, weil damals durch Corona Migration und EU-Politik eher unwichtig geworden sind. Aber heute ist es so, dass seit einigen Monaten diese Partei auf Platz 2 in den Umfragen in Deutschland steht und in einigen Bundesländern ja sogar auf Platz 1. Und die Frage ist, ob das gefährlich für die Demokratie ist. Und das Ding ist, dass die AfD nachgewiesen wurde, dass sie rechtsextrem ist. Das heißt, dass sie auch verfassungsfeindlich agiert. Und dass Parteimitglieder auch, naja, die Geschichte etwas relativieren. Denn es kann nicht sein, wenn jemand in einem demokratischen Land als Politiker sagt, dass der Holocaust ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen ist. Kurz zur Erinnerung, Holocaust, das waren die über 6 Millionen ermordeten Juden und andere Minderheiten. Und damit betreffend sagt man ja auch, dass der Zweite Weltkrieg jetzt nicht so wichtig in der deutschen Geschichte gewesen ist. Das ist jetzt nicht so dramatisch gewesen. Ja, war es wirklich dramatisch? Nein, im Zweiten Weltkrieg wurden am Ende zwei Atombomben abgeworfen. Es sind über 60 Millionen Menschen gestorben und ganz halb Europa war zerstört. Ja, eigentlich war das ja nicht so wichtig, ne? Total unrelevant diese Zeit. Also, warum sagt man sowas? Das ist eigentlich krank. Und das Problem dabei ist, dass diese Positionen nicht die einzigen sind. Denn die AfD ist, so wie sie oft Sachen ausdrücken, ziemlich geschickt darin, Dinge sehr gut zu machen. Denn zum Beispiel hat sie Positionen, die zum Beispiel sehr EU-feindlich sind. Das bedeutet, dass man sagt, dass wenn Deutschland aus der EU austritt, geht es uns wirtschaftlich besser. Und auch wenn wir den Euro als Währung nicht mehr haben, sondern die deutsche D-Mark, die halt tatsächlich viel stabiler war als der Euro heute, wenn wir die wieder haben, geht es uns wirtschaftlich auch besser, dann ist die Rezession nicht so groß. Und dass die andere Sache ist, zum Beispiel auch, dass die Zuwanderung, dass die AfD sagt, Zuwanderung brauchen wir nicht. Wir in Deutschland, wir produzieren unsere Deutschen selbst. Das heißt, wir haben irgendwann wieder genug Arbeitskräfte. Das heißt, wir brauchen keine Zuwanderung. Aber all diese Antworten, die diese Partei gibt, sind sehr einfach. Das heißt, die sind nicht konkret und es sind keine Pläne, womit man regieren kann. Weil, wenn Deutschland aus der EU austritt, wir haben das gesehen in Großbritannien, läuft nicht so gut, weil du machst damit viel kaputt. Und Deutschland ist auch heute nur wirtschaftlich stark, weil es die Europäische Union gibt. Und der Euro, ja, er ist nicht sehr stabil. Das liegt aber auch daran, dass der Euro eine Gemeinschaftswährung ist. Das heißt, mehr als 20 Staaten haben den Euro als Währung. Das heißt, es ist nicht nur ein Land, das diese Währung hat, sondern viele. Das heißt, die Währung ist durch viele Faktoren entweder unter Druck oder sie ist sehr stabil. Das heißt, man müsste eher dann in Europa Stabilität schaffen, auch wirtschaftliche Stabilität, dass der Euro dann auch stabil ist, weil der ist genau davon abhängig. Und was mit dazu kommt, ist auch, dass die AfD auch in der Schulpolitik vieles in Deutschland ändern möchte. Aber das geht halt nicht so einfach, weil in Deutschland die Bundesregierung, also die Regierung, die in Berlin sitzt, in der Schulpolitik wenig machen kann. Und weil die Schulpolitik nun mal bei den Bundesländern liegt, das heißt, jedes Bundesland kocht da seine eigene Suppe in der Schulpolitik, was oft kritisiert wird, weil dadurch die Abschlüsse alle nicht miteinander vergleichbar sind. Was aber eigentlich eine sehr gute Sache ist, denn dadurch kann niemand auch beeinflussen, wie und was in der Schule gelernt wird, weil an allen Orten es etwas anders ist. Am Ende können natürlich trotzdem alle das Gleiche, aber der Weg dorthin ist unterschiedlich.
Und wenn du aber eine zentrale, also wenn du zentral regierst, das heißt, das Schulsystem wird von der Bundesregierung entschieden, dann ist die Manipulation und Beeinflussung viel einfacher. Das heißt, es gibt ja Länder, wo das gemacht wurde, zum Beispiel in der DDR, also heutiges Ostdeutschland, war früher ja Teil der DDR, wo die Regierung zentral die ganzen Sachen für die Schulpolitik festgelegt hat. Und das war natürlich dann Staatsdoktrin. Das heißt, die Schüler haben das gelernt, was die Regierung wollte, dass die Schüler das können, was geschichtlich ausgelassen wird und so weiter und so fort. Und das ist gefährlich, weil so kann ein demokratisches System auch schnell hin zu einem autokratisch regierten System wechseln. Und deswegen ist es gut, wenn vor allem die Schulpolitik Ländersache, das heißt regionale Sache und nicht landesweite Sache. Und das möchte die AfD verändern. Und diese Partei ist, wie schon erwähnt, vor allem in Ostdeutschland populär. Das liegt daran, dass in Ostdeutschland vieles falsch gemacht wurde in den letzten 30 Jahren. Zum Beispiel sind die Einkommen immer noch nicht angeglichen mit denen in Westdeutschland. Das heißt, in Ostdeutschland verdient man weniger für dieselbe Arbeit als in Westdeutschland, was ziemlich ungerecht ist, weil du arbeitest im gleichen Land, wohnst im gleichen Land, zahlst dieselben Preise, aber du verdienst weniger. Und das ist total ungerecht. Und daran wurde nichts geändert. Und dann ist klar, dass man aus Protest solch eine Partei wählt. Aber was man damit bei vergisst, ist, dass wenn man solch eine Partei wählt, dass man Rechtsextreme wählt. Dass man nicht nur Menschen wählt, die sagen, wir wollen was verändern, sondern auch Leute, die hart, klar gegen die Demokratie sind. Und das ist brandgefährlich. Auch wenn man selbst vielleicht erstmal denkt, okay, ich bin hier Protestwähler, ich finde das alles scheiße, was gemacht wird. Ja, aber dafür gibt es auch noch andere politische Gruppierungen. Und das ist gerade das Problem, dass auch die anderen Parteien, auch die Parteien in der Regierung, in der Bundesregierung, die Grünen, die SPD und die liberal-demokratische Partei FDP, dass die wenig von sich überzeugen können, weil sie streiten sich durchgehend. Das heißt, wenn man eine Regierung hat, wo die Parteien sich gegenseitig blockieren, dann ist es logisch, dass populistische Parteien Zulauf bekommen, weil die Menschen merken, in der Regierung läuft es nicht super gut. Und das ist schlecht in der Demokratie. Und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit von der Bundesregierung, die ja nun mal aus drei verschiedenen Parteien besteht, die ja auch alle wiedergewählt werden wollen in 2 Jahren, dass man realisiert, dass man vielleicht Dinge ein bisschen anders machen könnte. Also dass man vielleicht, wenn man Gesetzesentwürfe vorlegt, dass man vielleicht vorher sich abstimmt und nicht dann öffentlich streitet, weil das verunsichert die Menschen. Das macht Menschen Sorgen, dass die Regierenden wenig mehr davon mitbekommen, was eigentlich wichtig ist. Und so könnte man dann auch zum Beispiel rechtsextremen Parteien, die vielleicht erstmal ja kluge Lösungen haben oder sehr ideenreich sind in dem, wie man Politik machen könnte, denen könnte man Zulauf in dem Sinne, dass dort weniger Menschen diese Partei wählen. Das heißt, dass die wieder unpopulärer werden. Aber das geht nur, wenn man auch politisch überhaupt dazu bereit ist, sich in Konflikten oder Konflikte mal auszulassen. Und wir werden sehen, ob das funktionieren wird oder ob wir im späteren Verlauf dieses Jahres oder nächsten Jahres dann auch in einigen Landtagen in Deutschland und auch im Bundestag vielleicht in 2 Jahren eine Partei haben, die deutlich erstarkt ist und die aber auch deutlich ja, demokratiefeindlich agiert. Und wir werden es nur sehen. Und deshalb sage ich jetzt Dankeschön fürs Einschalten.